weil auch mir die Bibel bei Malachi auf Kapitel, wir lesen von 6 bis 10, Malachi, 1. Kapitel, 6 bis 9, sagt Folgendes. Der Sohn ehrt sein Vater und der Knecht ehrt sein Herr. Wenn ich ein Herr werde, wo ist meine Ehre? Und wenn ich ein Herr bin, wo ist meine Ehre? Sagt Herr der Herrscher, ihr Diener, die meinen Namen nicht respektiert. Und ihr sagt, wie haben wir deinen Namen verachtet? Weil er unreines Brot auf mein Altar darbringt. Und er sagt, dass der Altar des Herrn nicht würdig ist. Wenn er den Blinden darbringt, ist es nicht Bösheit. Und wenn er den Kranken als Opfergabe darbringt, ist es nicht eine Sünde, sagt Herr der Herr, der Herrscher. Aber jetzt sucht den Angesicht des Herrn und Gott wird uns wieder anschauen. In diesem Kurs lesen wir verschiedene Vorträge in verschiedenen Bereichen. Und auch in Kirchengeschichte und allen Bereichen der Kirche. Und das ist für den Aufbau des Dieners. Und das sind die Mittel, mit denen wir arbeiten, mit denen Diener arbeiten. Aber wir müssen auch ein geistliches Thema nehmen, weil der Diener ist ein geistlicher Mensch, der mit Gott dient. Der Diener ist ein Gesandter Gottes, der sein Wirken in den Mitteln der Menschen darbringt. Genauso wie Jesus die Aposteln geschickt hat. Und sie wurden Apostel genannt, weil sie von Gott geschickt wurden. Und wir sind genannt auch Diener, weil Gott dienen und weil wir von Gott geschickt wurden. Das, was wir heute in Malachi gelesen haben, betrifft den Dienern und betrifft die Ehrlichkeit im Dienst. Wenn wir über die Riten oder das Evangelium oder alles, was wir gelesen haben und gelernt haben über den Dienst und diese Werkzeuge, all dies könnte ohne Bedeutung sein, wenn der Diener nicht mit seinem Geist dient oder wenn der Diener kein geistlicher Diener ist. Und der Diener muss ehrlich dienen. Der Diener muss ein aufrichtiger Diener sein. Der Herr Jesus Christus sagt, wer ist mein treuer Diener, der seinen Gefallen an seinem Herrn findet? Und er sucht diesen treuen Diener. Jeder in seinem Dienst hat manchmal Sachen, die er falsch macht. Und Gott sagt, auch wenn ihr all das Gute macht, sagt, wir sind böser oder schlechter Diener. Und der Dienst beschränkt sich nicht nur auf Sonntagsschule.
Weil viele denken, wenn wir über den Dienst reden, dass wir über die Sonntagsschule reden. Aber das stimmt natürlich nicht. Grundlagen des christlichen Glaubens ist, dass jeder Christ ein Diener ist. So, jeder Christ, der an Jesus Christus glaubt, muss zwangsläufig ein Diener Christi sein. Und deshalb ist der Dienst in allen seinen Bereichen, egal ob es jetzt Diakonie oder Sonntagsschule oder egal was für ein Bereich, jeder Diener soll treu in seinem Dienst sein. Und es wird auch den Blinden genannt. Und er hat über die Pharisäer gesprochen und hat sie blind genannt. Und das ist der Diener, der das Werk Gottes nicht ernsthaft durchmacht. Und ist besser, dieser Mensch, besser wäre es, wenn dieser nicht dient, als wenn er falsch dient. Und es steht da folgendes im Alten Testament: Verflucht sei der, der das Werk Gottes nicht ernsthaft durchmacht. Der Malachi, dieser Prophet, war ca. 400 Jahre bevor Christus. Malachi heißt wie Malek, Engel, also ein Gesandter. Und das ist dann ein Gesandter Gottes und spricht auch über Gott, dass er auch ein Gesandter Gottes ist. Malachi war in einer Zeit, wo die Juden noch aus der Verschleppung zurückgekommen sind und sie haben Gott verachtet oder verabscheut. Aber wenn wir sie betrachten, dann finden wir auch, dass wir auch manchmal den Dienst und Gott verachten. Viele von uns, Diener, bringen wir Opfergaben dar, aber diese Opfergaben sind fehlerhaft. Unser Dienst ist fehlerhaft, hat sehr viele Fehler. Und diese Opfergaben werden von Gott nicht angenommen. Steht, dass der Sohn seinen Vater ehrt und der Knecht ehrt sein Herr. Und wenn er kommt, um mich zu dienen, wenn er mich dient, und er spricht allgemein mit den Dienern, dass sie seinen Namen durch den schlechten Dienst nicht ehren, sondern verabscheuen. Jeder Mensch von uns, der glaubt, ist ein Diener.
Weil der Dienst ist ein Mitwirken mit Gott in seinem Dienst. Weil das Wirken Gottes oder sein Ziel ist die Erlösung des Menschen. Gott hat mich geliebt und hat mich zum Diener ernannt. Aber Gott ist dann traurig und sagt, durch deinen schlechten Dienst verabscheust du meinen Namen. Und ihr sagt, durch den schlechten Dienst verabscheut ihr und verachtet ihr meinen Dienst. Aber wir sagen, wodurch haben wir das so gemacht? Machen wir das wirklich, dass wir Gott einen Dienst darbringen, der verabscheulich ist? Wenn Gott uns beruft, wenn wir einen Dienst ablehnen, dann ist es auch eine Verabscheuung oder Verachtung des Namens Gottes. Oder wenn wir zu einem Dienst eingeladen werden und wir nehmen dann nicht wahr, dann ist das auch eine Verabscheuung und Verachtung Gottes. Ich habe mal was gehört über Diener, was mich traurig gemacht hat. Dass die Diener zu spät kommen, zum Beispiel für den Dienst. Das ist eine Verabscheuung oder Verachtung des Dienstes und Gottes. Wenn sie nicht pünktlich sind, beispielsweise. Oder zum Beispiel ein Diener, der in Heuchelei lebt, der was sagt, aber was anderes in seinem Leben ausführt und lebt, ist auch eine Verabscheuung und Verachtung Gottes in seinem Dienst. Und deshalb muss sich jeder fragen, wie er sein Leben lebt. Und ob das bei Gott gefallen findet oder nicht. Wir sollen auf keinen Fall einen Dienst darbringen, der von Gott nicht angenommen wird. Und Gott sagt weiter in Malachi, wenn ihr mir den Blinden darbringt, ist das nicht eine Sünde? Damals, zur Zeit Malachis, des Propheten, war das Volk und die Priester und alle in einem sehr schlechten geistlichen Niveau erreicht. Zum Beispiel, sie bringen ein Schaf, was irgendwie krank ist und nichts einbringen wird, man kann das nicht verkaufen. Und deshalb haben die gesagt, okay, dann bringen wir das Gott als Opfergabe da. Gott sagt auch weiter, wenn ihr mir den Lahmen und kranke Tiere als Opfer darbringt, ist das nicht eine Sünde? Wenn ihr mir die kranken Sachen darbringt, ist das nicht eine Sünde? Die heiligen Väter haben das so interpretiert. Der Blinde ist jemand, der einfach das sagt, ohne Verstand. Und Augen heißt
nicht die weltlichen Augen oder die physischen Augen, sondern die Erleuchtung. Und wenn der Diener ohne Erleuchtung, ohne Dienst dient, ist das eine Verabscheuung namens Gottes. Wir müssen verstehen, was los ist, welchen Ritus in der Kirche angewandt wird. Oder wenn er zum Beispiel das alles, die Bibel liest und nichts versteht, was da gelesen wird. Es wird sehr oft klar und deutlich, ob derjenige Diakon versteht, was er liest oder nicht. Weiterhin sagt der heilige Paulus, also, wenn ich Gott einen Dienst darbringe, der nicht mit Verstand ist, das ist ein Dienst, der nicht vollkommen ist oder nicht gut ist vor Gott. Oder wenn jemand einfach dient und versteht nicht, warum er dient. Als Diener, ein Diener soll entweder die Leute zum Christus bringen oder den Weg zu Christus zeigen. Weil du ein Diener bist. Und wenn man nicht versteht, soll er lernen. Also nicht einfach, wenn man sagt, ich verstehe nicht, dann gehe ich. Nein, wenn man nicht versteht, soll man lernen und verstehen. Einmal sagte, ein Lehrer sagt nicht, ich habe schon alles gelernt, aber ein Lehrer sagt, ich lerne immer. Ich lerne täglich. Denn eines Tages wirst du vor Gott stehen und danach gefragt hast, was hast du in deinem Leben gemacht? Also der Diener, der einfach einen blinden Dienst vor Gott darbringt, das ist ein Diener und das ist ein Dienst, was von Gott nicht angenommen wird. Oder zum Beispiel jemand, der sagt, den Leuten, was sie tun sollen, und er macht das selbst nicht. Er übt das selbst nicht aus. Er sagt den Leuten, die sollen beten und er betet nicht. Oder die sollen fasten und er macht das auch nicht. Und das symbolisiert, das steht für den Gelähmten. Und es gibt ein paar Zeichen, das uns zeigt, ob der Dienst ein guter Dienst ist und von Gott angenommen wird. Zum Beispiel, wenn derjenige sich vom Schlechten, also derjenige, den wir dienen, dass er sich verbessert, oder zum Beispiel, dass er sich verbessert und auch als Diener wird. Und das haben auch unsere heiligen Väter, die Apostel, gemacht. Die haben die Leute verändert und als sie sich verändert haben, gingen sie dann hinaus in die ganze Welt und haben dann das Wort Gottes verkündigt.
Aber wenn ich was den Leuten erzähle und ich führe das selbst nicht aus, das ist eine Verabscheuung und Verachtung des Wort Gottes. Nummer drei ist ein Dienst, der krank ist. Ein kranker Dienst, was ich Gott darbringe. Also es gab den Blinden, den Gelähmten und einen Krank. Wir sind jetzt im dritten Teil, das ist ein kranker Dienst. Das ist, wenn wir einfach einen schlechten oder nicht vollkommenen Dienst vor Gott darbringen. Gott sagt weiterhin in dem in das Buch Malachi, mach doch das, was du mir da bringst oder die Art und Weise, wie du dienst, gib das zum Beispiel deinem Chef auf der Arbeit. Wird er das annehmen? Oder wenn du dich auf der Arbeit verspätest oder nicht richtig arbeitest, wird dein Vorgesetzter, wird dein Chef das akzeptieren, wird es annehmen? Und deshalb soll jeder Diener sich selbst prüfen und sagen und wissen und prüfen, ob er so durch seinen Dienst den Namen Gottes verabscheut und verachtet. Wie zum Beispiel die fünf klugen Jungfrauen und fünf törichten Jungfrauen. Alle waren Diener. Der Mensch soll nach seiner Erlösung, persönlicher Erlösung, im Dienst suchen. Eins der wichtigsten Gebote im Alten Testament: Du sollst den Herrn Gott, deinen Gott, aus deiner ganzen Kraft, Seele und aus allem lieben und ehren. Wenn du eine gute Tat und einen Dienst machen kannst und das machst du nicht, zum Beispiel aus Faulheit oder was auch immer, das ist eine Verachtung und Verabscheuung des Namens Gottes. Wenn wir den Blinden, Gelähmten und den Kranken die kranken Opfergaben darbringen, ist das nicht eine Sünde? Ist das nicht eine Bosheit? Natürlich ist es. Und deshalb, wir müssen verstehen, vor wen wir stehen und dass wir vor Gott stehen und dass wir jedes Mal täglich uns selbst prüfen, ob wir unser Dienst, den Namen Gottes verherrlicht oder den Namen Gottes verabscheut und verachtet. Ich muss mich auch prüfen, bin ich mit Christus, mit Gott erfüllt, ja oder nicht? Ich muss auch noch weiterhin prüfen, ob ich treu in meinem Dienst, ja oder nein? Und ich muss darauf achten, dass ich später vor Gott stehe. Es wird nicht ein Priester oder wer auch immer mich richten, aber es wird dann Gott machen.
Und später werden viele Leute vor Gott stehen und sagen, wir haben viel gedient, aber sie würden die Antwort hören, ich kenne euch nicht. Warum so? Warum ist es so? Ich kenne euch nicht, weil ihr nicht treu gedient habt. Die Treue im Dienst ist sehr wichtig. Also bin ich treu in meinem Dienst mit dir oder verachte ich deinen Namen? Erlebe ich oder mein Leben, ist mein Leben mit Buße und Beichte und Umkehr erfüllt? Mache ich für ich meinen geistlichen Kampf aus? Weiter im Kapitel heißt es, wo sich das Volk beklagt, das ist so viel, was Gott von uns verlangt. Beten, Fasten, Dienst. Aber ihr müsst wissen, dass der Gottesdienst heute in seiner Form ungefähr die Hälfte des Gottesdienstes, was früher unsere Väter gebeten haben. Früher hat man viel länger gebetet, einen Gottesdienst gebetet, als heute. Ich meine nicht, dass wir die Pharisäer werden, aber ich meine, dass wir treu und achtsam in unserem Dienst sein sollen. Weil ich ein Diener bin, werde ich am jüngsten Tag nicht einfach nur Rechenschaft ablegen für mich selbst, aber auch für diejenigen, die ich diene. Und für das, wofür ich verantwortlich bin. Es gibt viele Aspekte. Zum Beispiel einer der Heiligen sagte damals, wenn du im Gottesdienst stehst und an was anderes gedacht hast als Gott, das ist eine Art Verachtung Gottes. Verzeiht mir, was ich sage. Der Diakon im Gottesdienst muss auch seine Aufgabe sehr ernst wahrnehmen. Er muss, weil er sendet Nachrichten an das ganze Volk. Und er muss das aufrichtig dann den Leuten beibringen. Und
Und wenn wir in unserem Dienst einen anderen, wenn wir in unserem Leben ein anderes Leben führen, als das, was wir in der Kirche zeigen, das ist auch natürlich eine Verachtung des Namen Gottes. Weil die Leute werden meine Werke sehen und das, was ich tue, und entweder werden sie den Namen Gottes verherrlichen oder verachten. Ich möchte euch was sagen, das für mich vor für euch. Ich muss mich fragen, bin ich treu in meinem Dienst? Oder bin ich ein schlechter Diener? Und als im Gleichnis der Talente, als Gott die Talente vergeben hat an Leuten und derjenige, der eins genommen hat, hat es genommen und vergraben, und darauf sagte Gott zu ihm: Du bist ein schlechter und fauler Diener. In Malachi steht es weiterhin: Ihr habt mir den Blinden, den Gelähmten und den Kranken als Opfergabe dargebracht. Das ist eine Sünde. Und wenn wir einen Termin, zum Beispiel beruflich oder an der Freunde sogar machen, wenn wir einen Termin ausmachen, dann halten wir das wahr und wir sind auch pünktlich. Aber mit dem Dienst und Gott und Gottesdienst machen wir das nicht ernsthaft. Wir machen das nicht wirklich treu. Und jeder Diener, der seinen Dienst nicht treu ausübt, dieser Diener verabscheut und verachtet den Namen Gottes. Es geht nicht, dass ein Diener über Fasten predigt und er selbst fastet nicht. Und das Fasten ist sehr wichtig. Fasten, durch den Fasten hat Moses zum Beispiel die 10 Gebote empfangen. Und wenn ich über Fasten predige und das nicht ausübe, ist es eine Verachtung des Namen Gottes. Ich habe über Fasten nur als Beispiel genommen. Wenn ich fasten kann, wenn ich die Möglichkeit habe zu fasten, muss ich auch dann fasten. Wir können das auch durchnehmen oder ausführen auf alle anderen Tugenden, alles andere, was die Kirche macht. Ich habe mich nicht mehr so gut gemacht. Ich habe mich nicht mehr so gut gemacht.
ich muss auch die Furcht Gottes in meinem Leben haben. Und deshalb sagen wir auch, Gott, erfülle mich mit deiner Furcht. Gott ist nicht nur barmherzig, aber Gott ist auch gerecht. Und er ist ehrfürchtig. Wir müssen sehr darauf achten, dass wir seinen Dienst ernsthaft mit Treue ausführen. Der Buch Malachi besteht nur aus 4 Kapiteln, das ist sehr wichtig. Wir können das vielleicht durchnehmen an einem anderen Tag. Und weiterhin sagt Gott, jetzt sucht den Angesicht Gottes. Jeder Diener von uns muss sich geistlich erfüllen und möge jeder von uns ein guter und treuer Diener werden. Und wenn wir über Probleme im Dienst reden, heißt es nichts anderes, als dass der Diener noch nicht mit dem Heiligen Geist und mit der Furcht Gottes erfüllt ist. Aber wenn derjenige mit der Liebe Gottes erfüllt wird, dann dient derjenige auch sehr gut. Und wenn wir unseren Dienst mit Treue und Ernsthaftigkeit ausführen, dann ist unser Dienst nicht als Verachtung vor Gott angesehen. Möge jeder von uns wirklich sich selbst prüfen und fragen, ob er seinen Dienst, wie er seinen Dienst ausübt. Jeder von uns soll sich fragen, mache ich wirklich meinen Dienst, dass es Gott gefällt? Oder ist mein Dienst ein schlechter Dienst und wird von Gott verachtet? Und jeder soll sich prüfen, jeder soll sich fragen, wie sein Dienst verläuft, ob er diesen Dienst Gott verheiligt oder nicht. Wenn ich zum Beispiel mich nicht vorbereite auf die Sonntagsschule oder das, ist das eine Verabscheuung oder Verachtung deines Namens? Und jeder soll sich prüfen, ob er ein guter Dienst ausführt oder nicht. Und wenn wir das nicht machen, kommt der Winzer und nimmt das alles von uns weg. Wenn wir nicht treu in unserem Dienst sind, kommt der Herr oder der Winzer und wird diesen Dienst von uns wegnehmen. Der Herr Jesus Christus gibt uns und gibt mir diese Treue im Dienst, dass wir mit seinem Geist erfüllt sind und dass wir treu in unserem Dienst werden. Und dass wir nicht den Blinden, den Gelähmten oder den Kranken als Opfergabe da bringen. Aber wir geben das Beste, was wir haben. Und wenn wir nicht können, sollen wir darum bitten und kämpfen.
Ich lade euch nochmal ein, dieses Buch nochmal zu lesen. Malachi, da sind nur 4 Kapitel. Möge Gott uns sich erbarmen. Und dass wir zu Gott zurückkehren und damit sich Gott sein Erbarmen auf uns bringen kann. Und damit der Dienst auch Früchte tragen kann. Glaubt mir, wenn wir denn die Früchte unseres Dienstes sehen, wird es uns Freude darbringen. Bevor ich das beende, möchte ich euch was sagen über die jüngsten Ereignisse, die in Ägypten passiert sind. Lasst uns nicht die Geschichte an sich selbst betrachten, aber ich will mit euch was teilen, was mich die ganze Zeit beschäftigt. Der Amber Epiphanius auf seinem Weg zu der Kirche, er wusste nicht, dass er in diesem Moment erschlagen wird und umgebracht wird. Er wusste nicht genau, wann er stirbt. Ich bin jetzt sehr beschäftigt. Es gibt ein Gleichnis im Alten Neuen Testament. Und er hat dann Diener bestellt und sie aufgetragen, auf seinen Feld zu achten. Aber der Gott kommt jeden von uns in einen unerwarteten Moment. Und deshalb sollen wir immer vorbereitet sein. Und deshalb seid ihr bitte treu, immer, die ganze Zeit treu und seid immer vorbereitet. Und wenn Gott wenn sind wir auch für diesen Moment vorbereitet, dass wir vor Gott stehen. Und in diesem Moment, wenn ich jetzt sterbe und vor Gott stehe, was würde er sagen? Würde er sagen, du bist ein guter Diener, du warst ein guter Diener oder ein schlechter Diener? Was mache ich? Wie lebe ich mein Leben? Möge der Herr Jesus Christus uns einen Dienst geben, was wir mit Treue und Ehrlichkeit ausführen können.